Diktate aus dem deutschen Schrifttum. Wilhelm Schäfer, Der Mäuseturm. Erzbischof Hatto war ein grausamer Herr. Als die Hungersnot ausbrach, dass sich die Armen vor den Häusern der Reichen drängten, auch das Landvolk in Scharen in Mainz einzog und durch die Straßen vergeblich nach Nahrung schrie, da spottete er, es sei im Herbst, wo sich die Mäuse zu den Menschen zögen. Das harte Wort wurde ruchbar und reizte die Hungernden so, dass sie sich drohend vor der Burg des Bischofs ansammelten. Da ließ er ihnen sagen, er würde eine Scheune öffnen lassen andern Tags, daraus sich jeder so viel Korn mitnehmen könne, wie er fände. Doch war nur Stroh darin, längst ausgedroschen. Da stand das arme Volk zum andern Male grausam verspottet, und einer warf zornig Feuer in die Scheune. Als die andern schreiend nach dem Ausgang drängten, und sich selber in ihrer Angst das Tor zudrückten, so daß ihrer Hunderte verbrannten und der Wehruf über die ganze Stadt hinging, lachte Hatto in böser Grausamkeit. Hört ihr die Mäuse pfeifen? Nicht lange nach diesen Tagen aber wurde der Bischof krank. Da sah er Mäuse und Ratten aus den Kellern kommen, an seinen Gliedern zu nagen. In welches Zimmer seiner Burg er sich auch tragen ließ, sie fanden ihn überall. So ließ er einen steinernen Turm bei Bingen auf einer Insel bauen, mitten im Rhein auf hartem Felsen. Doch, will die Sage wissen, folgten ihm die Mäuse in dichten Scharen auch durch das Wasser und fraßen den Bischof, der sich nicht rühren und ihnen wehren konnte, bei lebendigem Leibe.